Ja, das Thema der aktuellen Mottowoche ist Tiernahrung. Bei Tieren, die sowieso von Natur aus vegan leben, ist das sicherlich jetzt kein Problem. Etwas aufwendiger wird es dann bei Tieren, die üblicherweise mit Fleisch ernährt werden. Und da fallen Hunde und Katzen erstmal ein, weil das so die Tiere sind, die sehr verbreitet sind als Tiere, mit denen Menschen zusammenleben. Ich fange mal mit dem Schwierigeren an, und zwar sind das Katzen. Für Katzen ist vegane Ernährung normalerweise nicht einfach so ohne weiteres möglich. Und der Grund dafür liegt darin, dass Katzen an den in Pflanzen enthaltenen Vorstoffen von Vitamin A, dass sie das nicht umwandeln können in das tatsächliche Vitamin A. Das heißt, die müssen schon fertiges Vitamin A zu sich nehmen, eben aus dem Grund, dass sie es halt nicht selber umwandeln können. Ein weiterer Punkt bei Katzen ist die Schwierigkeit, dass sie von der Physiologie her daran gewöhnt sind, einen erhöhten pH-Wert zu haben. Das ist wichtig bei den Ausscheidungen im Urin, nämlich wenn der pH-Wert zu niedrig ist, beziehungsweise genau umgekehrt, der pH-Wert ist, glaube ich, niedriger, wenn es sauer ist. Also ich meine, ein pH-Wert, der mehr ins Säuerliche geht und weniger ins Basische. Wenn die Katzen etwas zu sich nehmen, was eher einen basischen pH-Wert dann hat am Ende, dann kann das dazu führen, dass sich da Kristalle bilden, zum Beispiel im Harntrakt. Und das liegt eben daran, dass die pflanzlichen Eiweiße in der Regel weniger von den Molekülen beinhalten, die zu dieser Säurebildung führt. Also sowas wie Schwefel zum Beispiel, das findet man häufiger in tierischen Zellen. Das heißt, man braucht für Katzen da schon Spezialfutter, was auch speziell auf diese Bedürfnisse ausgelegt ist. Sowas kann man im Internet bestellen, aber das soll jetzt auch nicht das Thema sein, weil wir machen ja hier was selber. Deswegen widmen wir uns den Hunden. Bei Hunden ist es nämlich so, dass die von Natur aus rein physiologisch eben richtige Omnivore sind. Das heißt, sie können sowohl aus tierischen als auch aus pflanzlichen Zellen alles bekommen, was sie halt so brauchen für sich. Allerdings ist ihr Verdauungstrakt jetzt nicht so optimal für rein pflanzliche Nahrung optimiert, sage ich jetzt mal, weil sie haben zum Beispiel einen kürzeren Darm im Vergleich zu ihrer Körperlänge als jetzt zum Beispiel wir Menschen oder andere Tiere, die besser an pflanzliche Nahrung angepasst sind. Und ihr Gebiss ist jetzt auch nicht so optimal, um die Zellen zu zerbeißen. Also die pflanzlichen Zellen, die Nährstoffe sind ja in den Zellen. Die Pflanzen haben Zellwände üblicherweise. Das heißt, hier wird es dem Hund auch nochmal ein bisschen erschwert. Das heißt, um auf die Kalorien zu kommen, die der Hund braucht, ist es tatsächlich so, dass ein Hund eher verarbeitete pflanzliche Nahrung essen sollte. Also jetzt so mit Rohkost ist das nicht so gut. Ich meine, die können das auch essen und das wird auch verdaut. Die entziehen da auch Nährstoffe, aber die müssten halt dann deutlich mehr davon essen. Und bei gekauften veganen Hundefutter ist das natürlich auch bedacht. Aber wir wollen ja natürlich mal zeigen, wie das aussieht, wenn man jetzt selber veganes Hundefutter herstellt, dass man dann darauf achtet, dass da halt schon das ein bisschen höhere Kaloriendichte hat als das, was wir jetzt zum Beispiel selber essen würden, und dass die Nährstoffe schon ein bisschen vorbehandelt sind, beziehungsweise die Grundstoffe, dass das halt zum Beispiel gekocht ist alles, das hilft dem Hund dann bei der Verdauung. Da ich selber nicht mit einem Hund zusammenlebe, ist das jetzt natürlich alles nur reine Theorie und ich zeige halt, wie ich das machen würde, wenn ich einen Hund hätte, und ich werde das Gericht dann auch ein bisschen so würzen, dass ich das dann auch am Ende selber essen kann. Ich weiß leider nicht, was man da beachten sollte bei einem Hund. Der braucht sicherlich auch Salz, also eine Salzquelle ist auch angebracht da. Also wird sowas auch ein bisschen rankommen. Ja, und ich schaue jetzt erstmal, was wir so da haben an Zutaten dafür. Ja, also für das Rezept habe ich mich ein bisschen inspirieren lassen von der Seite vegan4dogs.com. Ich habe
ich werde einfach mehrere Sachen davon so ein bisschen kombinieren. Und ich fange mal an, indem ich den Topf nehme. Ich habe da jetzt sogar mal was vorbereitet, weil ich habe ja schon relativ lange geredet jetzt in dem Video. So, dass ich jetzt die einzelnen, zum Beispiel, dass ich die Kartoffeln jetzt geschnitten habe, das ist jetzt mal vorausgesetzt. So, den Spinat, den habe ich auch schon aufgemacht. So, und das kommt jetzt auf mir. Mit Wasser. Und ich mache auch gleich noch den anderen Topf voll, ebenfalls mit Wasser, und zwar nicht so viel. Also voll mache ich den auch nicht, also das ist jetzt natürlich eine völlige falsche Behauptung gewesen. Also ich nehme mal so 2,5 Tassen, so wie es im Rezept steht für das, was da noch reinkommt. Und das Ganze stehe ich jetzt erstmal an hier. Und hier. Ich wollte noch erwähnen, dass es sich bei den Kartoffeln um mehlig kochende Kartoffeln handelt, aus den angesprochenen Gründen, dass das eben leichter zerfällt dann und auch dann quasi eine größere Absorption im Dünndarm des Hundes erlaubt. Wie ich schon erwähnt habe, brauchen wir auch etwas, was etwas die Kaloriendichte erhöht und was auch ein bisschen mehr Eiweiß hat. Weil, wie gesagt, der Hund doch ein bisschen näher an einem Fleischfresser dran ist als wir selber. Ich habe deswegen hier mal ein Stück Tofu hingelegt, falls ihr es nicht erkannt habt. Und das werde ich jetzt auch noch schön schneiden und ein bisschen anbraten, weil das dann eigentlich eine sehr schöne Ergänzung ist zu dem, was wir auch sonst noch machen. So, das Wasser im hinteren Topf kocht jetzt. Was wir noch machen, ist Polenta. Ich habe das hier... ich habe auch gar nicht Zeit, das jetzt groß zu erklären, weil ich bin etwas unter dem Druck, weil ich jetzt hier drei Sachen gleichzeitig mache. Dafür wurde der Herd auch schon ein Stück runtergestellt. Also für Polenta machen macht man das dann halt mit einer geringeren Hitze als das Wasser zum Kochen zu bringen. Ich muss jetzt noch umrühren und würzen. Dafür sollte sich eigentlich was finden lassen. In der Zeit mal den Tofu wenden. Ach, ist noch nicht nötig. Okay. Würzen. Ich nehme mal hier so Kräutersalz. Ich glaube, das ist noch zu. Tja, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe die beim Tofu die Pfanne habe ich runtergedreht und das Polenta habe ich auf volle Pulle gelassen. Das war nicht gut. Jetzt habe ich das natürlich umgedreht wieder. Deswegen hat sich das Tofu nicht wirklich weiterentwickelt und das andere sieht jetzt schon mehr oder weniger fertig aus. Ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher. Ich gehe am besten gleich nochmal gucken. Also das ist das Polenta. Wie man sieht, dadurch, dass ich den Herd nicht zurückgedreht habe, ist jetzt der Boden hier ein bisschen anpolentet, aber dieser Klumpen da, der große, das ist gewürzt mit diversen Dingen, die hier so rumstanden. Ich glaube Oregano und Pfeffer und auch so Salz. Und ich hoffe, dass man das dann irgendwie essen kann. Das ist der Tofu, der ist ebenfalls gut gewürzt mit diversen Dingen. Hier zum Beispiel sehen wir auch Paprika unter anderem. Der steht jetzt momentan noch auf dem Herd. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Also der wird irgendwie nicht braun oder so, aber vielleicht ist der jetzt auch fertig. So, als ultimative Zutat zur Erhöhung des Kalorien- und Eiweißgehaltes und vor allem auch Fettgehaltes gebe ich jetzt noch einen schönen großen Löffel Erdnussbutter dazu.
Das geht aber natürlich nicht mit einer Hand. So sieht jetzt der Tofu mit der Erdnussbutter dran aus. Ich muss sagen, sehr appetitlich. Ich hoffe, dass es auch schmeckt. So, der Spinat und die Kartoffeln sind mittlerweile auch soweit. Die dampfen ganz schön, deswegen filme ich das ein Stückchen von weiter weg. Und wir sind jetzt quasi so weit, dass wir alle Zutaten zu einem leckeren Mahl für unseren nicht vorhandenen Hund zusammenführen können. So, und so sieht das Ganze jetzt aus. Wir haben hier links den Spinat im Bild. Das gelblichere unten, das ist das Polenta. Das habe ich auch nochmal geschnitten, weil das ist jetzt ein bisschen fest geworden, so wie das auch, glaube ich, üblich ist. Und das bräunliche, also der Rest quasi, das sind die Peanut Butter Tofu Stückchen. Jetzt natürlich die Frage, wenn euer Hund jetzt sagt, geht da hin und sagt, esse ich nicht, also riecht da dran, geht wieder weg, dann liegt das daran, dass er das jetzt nicht als Essen identifiziert. Und was man da tun kann, ist, man zeigt ihm einfach, dass es was zu essen ist, und zwar wie, indem man das selber isst und auch entsprechend zeigt, wie lecker einem das dann schmeckt. Und das werde ich jetzt gleich nochmal demonstrieren. So, ihr müsst bedenken, der Hund weiß nichts von Besteck. Er isst direkt mit dem Mund aus dem Napf. In diesem Fall habe ich einen Teller genommen, weil ich keinen Napf habe. Aber so ähnlich kann man sich das auch vorstellen. So, und auf diese Weise sollte er jetzt überzeugt sein. Mmh.